So, herzlich willkommen zu unserer AutoCAD-Webinar-Reihe. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema Tipps und Tricks in AutoCAD und AutoCAD LT. Das hatten wir schon mal. Das ist heute die Fortsetzung davon. Die technische Präsentation wird von meinem Kollegen Carsten Senger, der hier rechts neben mir sitzt, durchgeführt. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich führe Sie durch dieses Webinar. Werde am Anfang ein bisschen was reden und zum Schluss auch noch ein bisschen was und ein paar Fragen stellen. Bevor wir beginnen, zögern Sie nicht, möchte ich Sie darauf hinweisen, zögern Sie nicht, irgendwelche Fragen zu stellen im Chatfenster oder im Fragenfenster. Ich werde versuchen, Sie im Hintergrund so schnell wie möglich alle zu beantworten. Es findet dann auch am Ende dieser Präsentation eine Frage- und Antworteinheit statt. Die ganze Präsentation wird hier aufgezeichnet und ist dann später dann verfügbar. Sie kriegen am Ende nach Beendigung des Webinars eine E-Mail mit einem Link zu den ganzen Downloads. Da finden Sie PowerPoint, da finden Sie auch das Webinar-Video. Bei dem unteren Link kommen Sie dann auf auch frühere Webinare, die Sie von dort runterladen können. Und dann noch ein paar Hinweise zu Beginn. Es gibt ein deutsches Community, ein deutsches Forum, speziell zur AutoCAD-Produktfamilie. Und da ist heute ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich Answer Day dort. Wenn Sie heute einfach sich anmelden und da einfach diesen Link www.autodesk.sk/answerdays.de ohne Punkt nehmen, dann sind Sie schon auf der richtigen Seite. Dann hat es da einen Link. Ja, das zeige ich Ihnen ganz kurz. Na, nicht das hier, aber das hier. Dann kommen Sie hier auf diese Seite und gehen Sie hier AutoCAD Forum. Es gibt auch noch heute ebenfalls das Inventor Forum, also zu diesen zwei Produktpaletten gilt der heutige Answer Day. Und drei Stockwerke weiter oben sitzen mehrere Kollegen und warten darauf, ihre Fragen beantworten zu können. Das geht heute bitte noch bis 17 Uhr. Also zögern Sie nicht gleich nach dem Webinar, wenn Sie Zeit haben, dort reinzugucken. Und vielleicht haben Sie jetzt gerade schon eine Frage, die Sie gerade für Ihre Produktion brauchen, benötigen, die Antwort dafür, gehen Sie dann gleich dort vorbei. So, dann zu der ersten Box ganz links. Da habe ich eigentlich schon das meiste gesagt. Also wir Carsten und ich gehören beide zum technischen Support von Autodesk. Diese Webinarreihe wird so 14 Minuten ungefähr dauern, danach eben die Frage- und Antworteinheit. Ich werde im Hintergrund Ihre Fragen beantworten. Das nächste Webinar wird am 22. Dezember stattfinden und das ist die Einführung in Civil 3D. Das ist das Thema. Steht diesmal schon fest. Wenn Sie interessiert sind an dem Produkt AutoCAD Civil 3D, für die Infrastruktur, dann kommen Sie da vorbei und kriegen Sie dort einen Einblick vom Carsten, der dort der absolute Spezialist drin ist. Dann, wenn Sie noch später ein bisschen mehr noch sich beteiligen wollen bei der Entwicklung von AutoCAD, da gibt es noch das Beta-Programm hier auf der rechten Seite. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an autocad.beta@autodesk.com beziehungsweise für autocad.lt.council@autodesk.com. Und dann kriegen Sie eine Einladung, können Sie am Beta-Programm teilnehmen. Sie erhalten dann schon vorab die Beta-Version der neuesten Version und können dann testen und können dann direkt in Kontakt stehen mit den Entwicklern, den Produktmanager und können ihre Anmerkung eingeben, ganz direkt, und Sie werden auch dann ganz direkt Antworten erhalten. Dann möchte ich nochmal auf das Autodesk Knowledge Network hinweisen. Knowledge.autodesk.com. Das ist so die Startseite, wenn Sie da drüber gehen und Sie finden hier Sachen zu erste Schritte oder auch für erfahrene Benutzer irgendwelche Videos und Lernprogramme. Bei den Downloads finden Sie die ganzen Service Packs und Hotfixes oder aber auch Objekt-Enabler,
um jetzt zum Beispiel von an einem AutoCAD Vertical bis Civil 3D die Objekte auch in AutoCAD ansehen zu können, was sie dann wirklich sind und nicht als Proxys. Die Fehlerbehebung, das sind unsere Artikel, die wir schreiben vom technischen Support. Es sind schon viele Tausende von Artikeln zu spezifischen Problemen drin. Das ist sozusagen eine Online-Hilfe, die user-friendly ist, benutzerfreundlich ist, weil sie davon ausgibt, dass Sie eine Frage stellen, Sie haben ein bestimmtes Problem und dieses Problem geben Sie ein, wahrscheinlich über die Google-Suche, und dann kommen Sie dann ziemlich schnell zu dieser Seite mit dem entsprechenden Artikel und der Lösung dazu. Auf dem Autodesk Knowledge Network können Sie natürlich noch andere Sachen bezüglich Installation, Aktivierung, Lizenzierung. Sie haben dort den einen Link zu den Foren, zu den Blogs. Da möchte ich meine eigene Sache mal Werbung machen. In the Pipes, das ist der Blog für AutoCAD Plan 3D, bei dem ich auch mit dabei bin. Und Sie können von hier aus eben Ihre Benutzerkonten und verwalten, Subskription und Software. So, bevor wir jetzt beginnen, habe ich noch zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, ist dies Ihr erstes AutoCAD Help Webinar? So. Ja. Nein, 100%. Also, willkommen zurück. Dann waren die Webinare davor wohl nicht ganz so schlecht. Und freut uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. So, dann die zweite Frage. Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, Architecture, MEP, Civil 3D, Map 3D oder irgendwas ganz anderes, Plan 3D? Mhm. 83 haben bisher gewotet, die 17% noch. Na? Okay. Share. Also, heute haben wir hauptsächlich AutoCAD LT-Anwender mit 70% dabei. 40% AutoCAD, 30% die Infrastruktur-Verticals von AutoCAD. Ja. Dann danke ich jetzt schon mal schön und ich melde mich dann am Ende der Session wieder und natürlich stelle ich Ihnen die Antworten im Hintergrund, wenn Sie Fragen über das Frage- oder Chatfenster haben. Gebe ich jetzt einfach an Carsten. Hallo Carsten, du darfst beginnen. So, vielen Dank Bernd. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar Tipps und Tricks Teil 3. Und wir werden heute, es sind ja nicht nur neue Menschen dabei, sondern eigentlich nur Zuhörer, die schon mal dabei waren, also alle schon mal Experten, würde ich sagen, hoffe ich, dass ich zumindest Wiederholung von Funktionen bringen kann oder vielleicht im Detail das ein oder andere Neue, wo man gar nicht mehr dran gedacht hat. Also unser Thema heute beinhaltet die Funktionen und Befehle, eine Auswahl von Funktionen und Befehlen, und als zweiten Teil ein Ansatz zur Fehlerbehebung, wenn man Probleme mit DWGs oder dem Programm hat. Lassen Sie uns gleich mal ins Programm wechseln. Und mein erstes Thema sind die Zeichnungseigenschaften. Zeichnungseigenschaften hat jede Zeichnung automatisch, und ich komme an diese Zeichnungseigenschaften über die Dienstprogramme hinein, in die Zeichnungseigenschaften-Dialog. Und dort hat jede Zeichnung eigentlich eine voreingestellte Eigenschaft, wie der letzte Zugriff, wann ist es geändert worden und wie ist die Zeichnung, was ist das für ein Typ, die Zeichnung, der Speicherort und so weiter. Ich kann der Zeichnung auch einen Titel geben, ein Thema oder einen bestimmten Autor zuweisen, Kommentare schreiben. Und hier wird es jetzt interessant beim Benutzerspezifisch. Ich kann jetzt hier eigene Werte hinzufügen,
die mir wichtig sind für diese Zeichnung, die quasi mit der Zeichnung gespeichert werden. Und da habe ich zum Beispiel hier meine Prüfung vorgenommen, zum Beispiel mit einem Standardwert Ja versehen, und kann dieses quasi in der Zeichnung speichern. Was bringt mir das? Es ist im Grunde genommen dann von Nutzen, wenn ich zum Beispiel im Layout bin und einen Plansatzkopf habe, den ich quasi mit bestimmten Werten automatisch immer füllen möchte oder generell etwas beschriften möchte, was zur Zeichnung dazugehört. Dazu kann ich zum Beispiel ein M-Text Objekt definieren. Der soll jetzt mal heißen Prüfung, und diesen M-Text kann ich jetzt quasi ein Feld zuordnen. Dazu aktiviere ich oder selektiere ich diesen Text, und über die rechte Maustaste kann ich sagen, hier soll bitte ein Schriftfeld eingefügt werden. Und dieses Schriftfeld kann jetzt hier auf die Dokumenteigenschaften hinzugreifen. Hier haben wir zum Beispiel mein selbst erstelltes Prüfung vorgenommen Schriftfeld, und ich sehe, dass hier automatisch Ja kommt. Ich nehme mal hier einen neuen Text, zum Beispiel Datum, Speicherdatum der Zeit, der Zeichnung, und kann das auch quasi mit einem Schriftfeld hinterlegen. Dazu gehe ich in die Datei, wo haben wir das Dokument, in die Datum und Uhrzeit Feld, sagt das normale Datum, kann mir hier mein Format wählen vom Datum und sehe, dass die Zeichnung am 27.06.10. das letzte Mal gespeichert wurde. Das will ich ändern. Wenn ich jetzt diese Zeichnung speichern würde, dann sehen wir keinen Unterschied, weil heute ist der 27.10. Aber wenn heute ein anderes Datum wäre, dann würden wir das hier sehen. Ich kann auch hier diese Zeichnung, die Zeichnungseigenschaften ändern. Zum Beispiel hier einen anderen Wert vergeben. Nein, das aktualisieren. Und wenn ich jetzt die Zeichnung speichere, dann springt mir dieser Wert automatisch auf Nein. Unser nächster Tipp ist die wiederholte Ausführung von Befehlen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Linie zeichnen, jetzt habe ich hier den Otto-Modus eingeschaltet, und der normale Vorgang ist, ich zeichne die Linie und das Programm springt aus dem Befehl heraus. Ich müsste quasi jetzt hier nochmal auf den Knopf drücken oder L für Line eingeben und kann dann meine nächste Linie zeichnen, bestätige das mit Enter. Ich kann mir hier ein paar Klicks sparen, indem ich die Routine nochmal ausführe, und diese Nochmal-Routine bezieht sich auf einen Befehl, in dem Fall auf Linie, und jetzt zeichne ich meine Linie, bestätige mit dem Befehl, Enter, und kann dann gleich, ohne jedes Mal wieder in den Befehl hineinzugehen, so viele Linien zeichnen, wie ich möchte, und mit einem Escape komme ich aus dem Nochmal-Vorgang oder der Nochmal-Routine heraus und kann mir dann eine andere Routine oder eine Funktion auswählen. Manchmal ist es so, das ist jetzt unser nächster Tipp, wir haben eine Zeichnung bekommen und irgendwas stimmt da nicht, da sind Inhalte nicht sichtbar oder verdeckt. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass wir sehen es hier, das ist aufleuchtet, dass wir eine Schraffur haben, die über Objekten liegt, entweder über einen Text oder über anderen Geometrien. Und hier gibt es den Befehl Zeichnungsreihenfolge, den wir mit der rechten Maustaste bekommen, wenn ich dieses Objekt direkt anwähle. Gehe ich auf die rechte Maustaste, kann hier meine Zeichnungsreihenfolge wählen. Entweder kann ich das Objekt ganz nach oben oder ganz nach unten setzen, also absolut, oder ich setze es nur nach vorne oder nach hinten und gebe dann ein Referenzobjekt an, wie man zu welchem relativ gesehen Objekt man dieses vor- oder zurücksetzen möchte. Was es auch gibt, sind globale Befehle für bestimmte Objekte.
Da haben wir zum Beispiel hier das Text nach vorne, die Bemaßung nach vorne, Führungslinien nach vorne, alle Beschriftungen nach vorne oder alle Beschriftungen nach hinten. Wenn ich da, Schraffuren, also nach hinten. Also wenn ich das ausführe, geht meine Schraffur automatisch komplett in den Hintergrund und alles, was von eventuell von Schraffuren abgedeckt wird, sehe ich automatisch. Oder ich kann nur mit diesem Befehl nur alle Texte nach vorne bringen, wenn, damit ich alle Beschriftungen sehen kann. Kommen wir zum nächsten Tipp. Ist eigentlich mehr ein Hinweis, und zwar die Kommandozeile. Es ist ja so, dass Sie mit einem Befehl, den Sie hier teilweise eingeben, zum Beispiel Text, eine automatische Suche haben, und es wird quasi alles gesucht, was mit Text, alle Befehle gesucht oder auch Systemvariablen gesucht und gefunden, die mit Text zu tun haben. Und dieser Text, das können Sie auch einstellen in den Kommando-Einstellungen, in den Optionen, nicht in den Optionen, in den Sucheinstellungen. Haben Sie die Möglichkeit, entweder Blöcke, Layer, Schraffur, Textstil, Bemaßung oder visuellen Stil zu suchen. Was ich in dem Fall sehr interessant finde oder was auch mir öfter mal auffällt oder selber passiert, diese Verzögerungszeit für die Vorschlagliste. Es ist nämlich so, wenn Sie zum Beispiel, ich gebe ein L ein, um eine Linie zu zeichnen, also L und gleich dahinter den Befehl drücke, dann bin ich im Linienbefehl. Wenn ich L drücke, Enter und etwas länger, Moment, das war jetzt falsch, L und etwas länger warte, nämlich mehr als 300 Millisekunden und ich habe mein Mauspointer zufällig hier, dann bin ich plötzlich nicht mehr im Linien, sondern im Listebefehl. Und wenn ich jetzt Enter drücke, ist unten der Befehl automatisch umgeschlagen und ich habe einen Befehl aufgerufen, den ich eigentlich gar nicht wollte. Das ist manchmal ärgerlich und dann muss man den ganzen Befehl nochmal eingeben. Wenn man hier jetzt diese Millisekunden etwas erhöht, dass man etwas mehr Zeit hat, Enter zu drücken, wenn man einen Befehl ausführen möchte, dann kann man das vermeiden. Autokorrektur kann man noch aktivieren und deaktivieren. Und die Vorschläge sollen entweder alphabetisch gezeigt werden oder nach Nutzungshäufigkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Programm neu starte und der letzte Befehl und der einzige Befehl war meine Linie, dann wird die Linie, der Linienbefehl in meiner Liste ganz oben angezeigt, so wie wir es hier auch sehen. Mein nächster Tipp ist folgender. Nehmen wir an, Sie befinden sich in einem Layout, Sie haben hier ein Ansichtsfenster und Sie haben entweder Text oder Geometrie außerhalb vom Layout. Und diesen Text oder Geometrie aus irgendeinem Grund möchten Sie jetzt aber ins Modell bringen. Wie macht man das? Ich kann das jetzt kopieren und dann ins Modell wechseln und dort einfügen, aber wir haben hier einen schönen Befehl dafür, der nennt sich Bereich wechseln. Wenn ich diesen mal aufrufe, wähle ich meine Objekte aus. Ich werde in der Zeile gefragt, ich soll meine Objekte auswählen, mit denen ich den Bereich wechseln möchte, bestätige mit Enter und jetzt aktiviere ich das Zielfenster, um vorzufahren und diese Objekte sind nun vom Layout verschwunden und wenn ich ins Modell wechsle, sehe ich, dass ich sie hier jetzt an der Stelle im Layout habe. Es wird manchmal gefragt, ja, welche Skalierung oder gibt es da eine Skalierung, die vorgenommen wird? Normalerweise wird dann hier diese 1:1 Wert genommen, beziehungsweise den Sie eingestellt haben. Wenn Sie eine 1:10 drin haben, dann wird es ums Zehnfache skaliert. Ich möchte noch einen kleinen Nachtrag zum Text und der Kommandozeile geben im Zusammenspiel mit der Hilfe. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Befehl in Deutsch nicht weiß oder ich weiß ihn aber in Englisch, dann kann ich jeden englischen Befehl mit einem vorangesetzten Unterstrich eingeben oder auch suchen in diesem Fall. Und wenn ich das wiederum nicht weiß oder nicht weiß, wo denn dieser Befehl ist, wo finde ich den, nehmen wir einmal, weil ich es gerade hatte, hoppala,
So. Zeichenreihenfolge. So. Ich weiß nicht, einer Multifunktionsleiste diesen Befehl finde. Kann ich auf die Hilfe gehen? Und hier gibt es seit einigen Versionen diesen netten Knopf mit dem Finden. Und dann, wenn ich drauf drücke, wird mir im Multifunktionsrippen alles ausgerollt und ein Pfeil zeigt mir an, wo finde ich denn diesen Befehl in meinem Multifunktionsleiste. Ein kleiner Hinweis noch zur Hilfe, den ich auch schon öfter gegeben habe. Wir können die Hilfe ganz einfach in jede Schrift oder in jede Sprache umstellen, zum Beispiel von Deutsch auf Englisch. Wenn ich nicht weiß, wie heißt denn Zeichenreihenfolge auf Englisch, dann stelle ich um und kann jetzt hier sehen, derselbe Befehl heißt auf Englisch Draw Order. Und diesen Befehl, wenn ich jetzt in eine Internet- oder Google-Suche starte, finde ich vielleicht, wenn ich eine recherchiere im Internet nach einem gewissen Arbeitsweg oder sowas, finde ich halt vielleicht im englischen Bereich mehr Treffer, als wenn ich nur auf deutschen Seiten mit den deutschen Stichworten suchen würde. Kommen wir zum nächsten Thema. Nehmen wir an, wir haben hier eine Zeichnung von irgendeinem Zulieferer bekommen. Hier würde ich jetzt erstmal alle Layer anschalten, damit wir auch alles sehen, was in dieser Zeichnung ist. Und ich möchte diese jetzt, weil ich nicht alles gleichzeitig sehen möchte und ich nur in einem bestimmten Bereich arbeiten möchte, Stück für Stück ausblenden. Zum Beispiel interessieren mich in dieser Zeichnung nicht die Polylinien. Wie gehe ich jetzt am besten vor, um alle hier einzelnen Polylinien mir unsichtbar zu schalten? Das wäre jetzt eine Möglichkeit über die Schnellauswahl. Die Schnellauswahl haben Sie entweder hier über die Eigenschaftenpalette, da gibt es einen Knopf, das ist Schnellauswahl, oder ich gehe in dem Zeichenbereich auch mit der rechten Maustaste und rufe Schnellauswahl auf. Und jetzt bekomme ich eine Übersicht, was habe ich alles in meiner Zeichnung drin, nämlich hier Blockreferenzen, Texte, Führungen, Schraffuren. Hier würde man auch sehen, habe ich vielleicht von einem vertikalen Produkt wie Civil 3D irgendwelche Objekte drin, die würden dann heißen mit AECC vorangestellt. Und kann jetzt hier sagen, ich möchte mal zum Beispiel alle meine Polylinien, die gleich sind und diese Farbe haben, in einen neuen Auswahlsatz reinbekommen. Und jetzt wird mir quasi alles ausgewählt, was eben diese Polylinien sind. Eine andere Möglichkeit ist, das hatte ich schon mal vorher angesprochen, ich wähle eine Linie aus und gehe auch über die rechte Maustaste und sage ähnliche auswählen. Und dann hätte ich allerdings auf Basis von Farbe, Layer und anderen Eigenschaften, die ich auch einstellen kann, alle Objekte ausgewählt, die diesem Objekt entsprechen. Wir sehen auch hier, diese roten Polylinien sind jetzt nicht mit ausgewählt, da hätte ich dann einen anderen Filter setzen müssen. Diese Schnellauswahl, die funktioniert entweder auf die ganze Zeichnung oder wenn ich schon einen Auswahlsatz habe an Objekten, dann kann ich hier oben einstellen, ganze Zeichnung eben oder aktuelle Auswahl. Wenn ich aktuelle Auswahl nehme, dann wähle ich nur diese Linien, die in der aktuellen Auswahl drin sind. Nehmen wir nochmal die Polylinie aus der aktuellen Auswahl und wählen die aus. Und jetzt habe ich alle Polylinien aus meiner aktuellen Auswahl selektiert. Was kann ich dann machen? Ich habe sie zwar ausgewählt, das wäre dann der nächste Schritt. Entweder ich kann jetzt die Layer ausschalten, kann mir die Layer anzeigen lassen, wo die drauf liegen. Eine ganz schnelle Möglichkeit wäre es zum Beispiel diese Objekte, die ich selektiert habe. Jetzt gehe ich nochmal über ähnliche auswählen. Ja, das war jetzt die Höhenzahl, die wollten wir nicht. Die Linie wollen wir. Über ähnliche auswählen. Da gibt es eine schöne Funktion, die heißt Objekte isolieren. Wenn Sie das Objekt, dieses Symbol hier nicht in Ihrer Zeile drin haben, können
glaube, die Übertragung ist abgebrochen. Jetzt hört man mich wieder. Ja. Ich glaube, wir kriegen auch eine. Ton ist zurück. Sehr schön. Also komisch, dass der Ton ganz einfach weg war. Okay. Wo war ich? Bei den Polylinien. Genau. Also wir haben jetzt hier diese Objekte isolieren. Da kann ich draufdrücken und dann ganz unabhängig, ich brauche mich nicht um die Layer kümmern oder wo dieses Objekt liegt oder nicht. Ich kann diese Objekte isolieren, das heißt, alles andere wird ausgeschaltet oder ich tue diese Objekte verbergen. Die Objekte, die ich jetzt ausgewählt habe, werden verborgen, kann das so Schritt für Schritt durchführen und wenn ich die wieder sichtbar machen will, dann tue ich die Objektisolierung beenden und alles wird wieder angezeigt. Was ich auch machen kann, ist hier mit dem Befehl frieren, alle Objekte, die jetzt auf diesem Layer sind, frieren. So. Und so kann ich jetzt Schritt für Schritt vorgehen und kann quasi die ganze Zeichnung mir zurechtlegen, was brauche ich nicht. Zum Beispiel brauche ich die Grundrisse der Häuser nicht, dann schalte ich die mal aus und so weiter. Und was dann natürlich zu empfehlen ist, dass ich mir meine Ansicht, quasi meinen Layer-Status, den ich mir selber gerade erstellt habe, speichere. Und da kann ich das eben entweder hier machen mit einem neuen Layer-Status oder ich mache das ohne den Layer-Status-Manager direkt neuen Layer-Status erstellen. Dann kriege ich nur Name und Beschreibung, nenne ich mal Test und sehe dann in meinem Layer-Status-Manager diesen neuen Test-Layer drin und kann dann umschalten natürlich zwischen verschiedenen Layer-Stati oder Status ist die Mehrzahl von Status und kann mir so quasi bei einer komplizierten Zeichnung verschiedene Ansichten, sage ich jetzt mal, einrichten. Gehe ich mal wieder zurück auf meinen Test. Und man sieht, meine Höhenlinien sind wieder ausgeschaltet an der Stelle. Diese Stelle hier war es. Gut. Ein kleiner Trick, den vielleicht gar nicht alle wissen. Es gibt neben den Eigenschaften, die ja hier einen ganz schönen Teil von meinem Bildschirm einnehmen und vielleicht auch viel zu viel, je nachdem, was für ein Objekt man hat, viel zu viel anzeigen, gibt es auch die Möglichkeit, sich Schnelleigenschaften anzuzeigen. An die Schnelleigenschaften komme ich auch wieder zum Beispiel hier über diese Palette. Ich kann mir den Knopf anzeigen lassen. Schnelleigenschaften, die dann hier auftauchen. Und die sind jetzt, hat sich nichts getan. Ich habe sie zwar angeschaltet, aber dazu muss ich ein Objekt anwählen. Nehme ich einmal die Linie. Und dann werden mir hier zu diesem Objekt Schnelleigenschaften angezeigt. Und ich kann hier in den Einstellungen sagen, wo sollen denn die Schnelleigenschaften erstellt sein? Entweder da, wo ich geklickt habe, rechts davon oder statisch immer an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel rechts oben, ob die Palette automatisch ausgeblendet werden soll und was angezeigt werden soll. Und das Tolle an diesen Schnelleigenschaften ist, deswegen steht hier auch CUI, ich kann diese Schnelleigenschaften individuell anpassen, also ich kann mir genau sagen, was möchte ich denn angezeigt haben von den Linientypen. Wenn mir zum Beispiel jetzt nur diese ganzen Informationen, die ich in den vollen Eigenschaften habe, überhaupt nicht, die interessieren mich nicht, sondern ich will nur meine Z-Werte eingeblendet haben, kann ich die hier anfügen und spare mir so ziemlich viel Platz und muss auch nicht immer aktiv Eigenschaften ein- und ausblenden, sondern die blenden sich ja, wie wir gerade gesehen haben, sage ich jetzt mal nach einiger Zeit oder wenn ich etwas mache, automatisch aus und wieder ein, wenn ich was anklicke. Gut. Schaue ich mal, wie wir mit der Zeit stehen. Die Hälfte ist um. Kommen wir mal zum neuen Tipp, zum nächsten Tipp. Und das ist Messen und Teilen. Es ist eher eine Erklärung, was ist eigentlich Messen und was ist eigentlich Teilen.
Teilen ist das Unterteilen eines Objektes in gleicher Anzahl von Segmente. Also wenn ich diese Linie hier, die Schnelleigenschaften brauche ich jetzt hier nicht, die können wir hier ausmachen. So, wenn ich diese Linie teilen würde in 10 gleiche Teile, dann ungültig. Probieren wir das nochmal. Objekt wählen, das geteilt werden soll. 10 Teile. So, dann hat sich erstmal gar nichts getan. Ich habe noch immer meine Linie. Wo ist jetzt die Teilung hin, könnte man jetzt fragen. Ich verschiebe mal die Linie und dann sehen wir hier, dass ich quasi Punkte generiert habe in Abhängigkeit der Linienlänge, die meine Linienlänge in 10 gleiche Teile unterteilt haben. Das ist ein ganz normaler AutoCAD-Punkt. Das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so toll, aber wir können hier mit dem Teilen noch ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel wähle ich das aus und gebe jetzt einen Block an, den ich mir vorher erstellt habe. Der Name des Blocks ist ganz einfach TT und dieses TT ist eigentlich nur ein Querstrich und der soll quasi mit dem Objekt ausgerichtet werden. Meine Anzahl der Segmente ist wie vorher 10 und schon habe ich hier einen Zaun oder eine Eisenbahnlinie, quasi meinen Block, den ich hier in 10 Teilen quasi auf diese Linie verteilt habe. Der Unterschied zum Befehl messen, nehmen wir mal diese Linie hier und messen die, liegt daran, dass ich jetzt hier zwar auch 10 angeben kann, eine Segmentlänge, aber diese Linie, und man sieht auch wieder, dass nur Punkte generiert wurden, hoppala, komm rüber, hat er nicht übernommen, also machen wir dasselbe nochmal. Messen das Objekt, wir sagen, die Segmentlänge soll, wir sind viel zu weit, so lang war das Objekt gar nicht. Nehmen wir jetzt hier 0,1, dann sehen wir schon, haben wir einen Punkt angewählt. So, dann haben wir jetzt hier 10 gleiche, oder wir haben ein, der Wert 0,1 ist jetzt quasi der Absolutwert. Die Strecke wird so oft unterteilt, wie 0,1 hier in diese Strecke hineinpasst. Und dasselbe können wir natürlich auch wieder mit unserem Block machen und da unsere Querlinien oder unser Blocksymbol drauf verteilen. Gut, jetzt haben wir hier zwar eine Linie generiert, aber wir würden gerne jeden zweiten Abschnitt mit einer Lücke versehen. Wie machen wir das? Gibt es einen Befehl, der heißt Bruch und seltsamerweise gibt es noch einen anderen Befehl, an Punkt brechen. Was ist denn da der Unterschied? Der Bruchbefehl sagt mir im Grunde genommen aus, ich gehe da, wo ich auf die Linie klicke, ist mein Ausgangspunkt und dann gebe ich einen zweiten Brechpunkt an, zum Beispiel hier fange ich auf diesen Kreuzungspunkt und kann dann drücken und dann wird mir in dieses Stück, was ich da markiert habe, wird mir weggeschnitten. Ich kriege da im Grunde genommen dann zwei Linien mit einer Lücke dazwischen. Ist jetzt natürlich ein bisschen dumm, weil wir beim ersten Mal drücken nicht auf diesen ersten Punkt, also ich wähle das Objekt aus und können da schlecht drauf anklicken. Der erste Punkt ist immer weg oder da, den kann ich nicht fangen. Es gibt da aber einen kleinen Trick, wie man das trotzdem machen kann. Man sollte dazu ab und zu in seine Befehlszeile reinschauen, wenn man einen Befehl verwendet. Ich kann das Objekt wählen und jetzt sehe ich hier einen ersten Punkt. Ich setze quasi jetzt meinen ersten Punkt, den ich fangen kann und kann dann meinen zweiten Punkt setzen und kann dann fanggenau oder ganz genau meine Lücke definieren. Der Unterschied zum Befehl am Punkt brechen ist eigentlich der, dass ich ein Objekt auswähle und mir einen definierten Punkt wähle und an diesem Punkt wird mein Objekt in zwei Linien unterteilt. Also ich mache keine Lücke, ich muss nicht zwei Punkte setzen, sondern nur noch einen Punkt. Jetzt habe ich aus Versehen an dieser Stelle eine Lücke
gesetzt, die zweimal hintereinander ist. Was falsch ist, fällt mir natürlich erst viel später auf. Was mache ich? Ich kann jetzt diesen Punkt wieder verbinden. Und zwar ist es nicht so, dass sich die Linien unbedingt zwangsläufig berühren müssen, um verbunden zu werden. Wenn die Linien in einer Flucht liegen, dann kann ich das auch zum Beispiel hier auf dieser Geraden so machen, dass ich die Linien verbinde und habe dann wieder eine Linie. Die Lücke ist wieder gefüllt. Ansonsten müssen sich die Punkte berühren, wenn Sie zwei Linien mit dem Verbinden-Befehl verbinden möchten. Noch ein kleiner Hinweis zu dem am Punkt brechen. Es ist ja der am Punkt brechen ist eigentlich nur eine Erweiterung von dem Bruch. Und wir haben hier die Möglichkeit mit einem @-Symbol den Befehl umzuwandeln und dann an einem Punkt zu brechen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Nehmen wir an, Sie haben zwei Objekte, Sie haben Geometrien importiert oder kopiert, die eigentlich, wo Sie Referenzen in der Zeichnung haben und die genauso lang sein sollen, aber aus irgendwelchen Gründen sind Ihre Daten skaliert. Oder nehmen wir an, Sie haben hier eine Zeichnung, zum Beispiel hier diesen Winkel, und Sie fügen ein Bild ein. Das können Sie natürlich mit Bildern auch genauso machen wie mit AutoCAD-Objekten. Und Sie möchten quasi diese vorhandene Linie auf also diese ist hier vorhanden, und möchten dieses Objekt hier auf diese Linie skalieren. Wie geht das? Wir haben hier einen Befehl, auf Englisch heißt er Scale, auf Deutsch heißt er Varia. Ich weiß nicht, warum er Varia heißt, aber es ist ein bisschen nicht sehr trivial. Und ich kann jetzt hier anstatt, wenn ich das anwähle und Enter drücke, gebe ich einen Basispunkt an und kann jetzt hier zwar interaktiv mir irgendwie dieses Objekt hinskalieren und hinpriemeln, aber es gibt dazu noch eine andere Möglichkeit, indem ich den Befehl aufrufe, das Objekt aufrufe und dann meinen Basispunkt angebe. Und jetzt gebe ich hier mit R über Referenz, komme ich jetzt hier in diesen Befehl, in den Bezug oder kann einen Bezug herstellen. Und meine Bezugslänge soll sein diese Länge hier. Und meine neue Länge soll sein über Punkte, den ersten Punkt angeben, den zweiten Punkt. Und jetzt habe ich quasi mein Objekt erst gesagt, hier ist meine Referenz und hier ist mein Ausgangspunkt und kann dann mein Objekt quasi zeigen. Bernd, du hast eine Frage, höre ich da, oder? Moment, Bernd, ich glaube, ich kann dich gar nicht hören. Einen Moment. So, also bei 0,75 durch 0,1 bleibt ein Rest von 0,05 übrig. Auf welcher Seite befindet sich der Rest beim Messen? Hörst du mich, Bernd? Ja, ich höre dich. Ja, gut. Ich würde sagen, der würde sich dann hinten in Objektrichtung quasi, wenn ich von unten nach oben zeichne, hinten befinden. Er fängt vorne an zu messen. Und dann der Rest bleibt hinten. Okay, dann danke. Noch eine Frage? Okay, nein. Dann mache ich weiter. Ups. Gut, wir waren jetzt beim Skalieren und dem Referenz. Also ich würde diesen Befehl mit dem referenzabhängigen oder bezugsabhängigen Skalieren denke ich mal, dass der größte Anwendungsfall ist, wenn Sie zum Beispiel ein Bild haben, was Sie hinter die Objekte legen wollen und zum Abdigitalisieren oder sowas brauchen. Gut, haben wir noch jetzt den Befehl? Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Ja, wir haben noch Zeit. Ich gehe mal über zu dem Befehl Länge. Und hier haben wir vier verschiedene Möglichkeiten. Ich habe entweder Länge, heißt ja, ich verlängere eine Linie,
und wie kann ich diese verlängern. Das heißt, ich habe hier einen Delta-Wert. Mit diesem Delta-Wert gebe ich jetzt mal 2 ein und wähle dieses Objekt. Oder ich sehe auch hier die Vorschau. Wenn ich eher auf die untere Seite gehe, wird es nach unten verlängert. Wenn ich eher auf die obere Seite gehe, wird es nach oben verlängert. Und der Delta-Wert heißt, ich wäre, egal wie lang meine Linie ist, sie wird immer um 2 Einheiten verlängert. Also eine lange Linie ist dann um 2 Einheiten länger und eine kurze Linie ist auch um 2 Einheiten länger. Wähle ich mit Länge einen Prozentwert aus, kann ich diese Linie quasi um einen Prozentwert verlängern, also alles über 100% oder über 1 ist die Linie länger und alles über unter 1 ist die Linie kürzer. Also ich kann somit mit dem Befehl Länge auch die Linie verkürzen, wenn es sein muss. Ich kann einen Gesamtwert eingeben, das heißt, alle Linien werden, auch wenn sie verschieden lang sind, werden auf die gleiche Länge gesetzt. Und ich kann einen dynamischen Wert eingeben, um eine Linie dynamisch zu verlängern. Dann wähle ich mir eine Seite aus, hoppala, und die Linie klebt quasi an meinem Fadenkreuz dran und dort, wo ich klicke, wird sie hin verlängert. Nochmal einen nächsten Tipp, und zwar ausrichten. Ausrichten geht ja, ist ja im Grunde genommen die ja, Kombination verschiedener Befehle, rotieren, skalieren und verschieben. Aber es gibt einen Befehl dafür, zum Beispiel, wenn ich dieses Viereck oder das Rechteck hier oben anfügen möchte, um sozusagen wie ein Rohranschluss-Symbol zu erstellen, habe ich die Möglichkeit, außer jetzt hier versuchen, den Winkel rauszufinden und genau an dem Winkel auszurichten und dann zu verschieben, gibt es die Möglichkeit, das Objekt auszurichten mit, tippt dazu jetzt mal den Befehl an, ausrichten, so, aus oder ausrichten und habe dann im Grunde genommen die Möglichkeit, Bezugslinien zu setzen. Der Ausgangspunkt wäre in dem Fall hier der Mittelpunkt und ich möchte diesen Mittelpunkt auf diesen Mittelpunkt setzen. Ich habe jetzt hier einen zweiten Ausgangspunkt. Ich kann den Befehl jederzeit abbrechen, aber die Drehung ist noch nicht vollzogen. Deswegen müsste ich hier einen zweiten Mittelpunkt und einen zweiten Zielpunkt setzen und dasselbe mache ich hier und damit definiere ich quasi den Winkel. Hoppala, geht auch in die andere Richtung und schon setzt sich das da oben drauf. Ausgangspunkte und Zielpunkte, diese Linien, die ich da setze, die vergleiche ich ganz gern mit einem Gummiband sozusagen. Ich habe dann 3 Gummibänder und wenn ich an denen ziehe, dann ziehe ich das Objekt, was ich ausrichten möchte, direkt gleich an die richtige Stelle. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten, jetzt muss ich mich etwas sputen, nächsten Thema, und zwar seit Version 2016, denke ich, wenn ich mich nicht irre, gibt es die Systemüberwachungs- oder die Systemvariablenüberwachung. Das ist ein Fenster, wo ich mir Systemvariablen definieren kann oder einrichten kann, die ich immer so haben möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Zeichnung bekomme oder aus irgendeinem Grund das Programm stürzt ab und was da sich ganz gerne zurücksetzt, ist diese Systemvariable FileDir, die dann plötzlich auf von 1 auf 0 steht. Wenn ich diese Zeichnung dann wieder öffne, dann kriege ich die Nachricht, hallo, hier ist die Systemvariable gegenüber den Voreinstellungen verändert. Was möchten Sie tun? In meiner Zeichnung zum Beispiel oder in meinem Programm habe ich jetzt mal den Wert Systemvariable CE-Color auf ByLayer gesetzt. Das ist auch der normale Wert, den AutoCAD hat. CE-Color definiert im Grunde genommen, wenn ich meine Vorgabe Zeichnung, Farbe oder meine Vorgabe, Farbe für Polylinien. Wenn ich jetzt eine Zeichnung öffne, in der zum Beispiel diese CE-Color-Variable nicht auf ByLayer steht, öffne,
Dann bekomme ich hier unten in dem Befehl, also mit, wenn dieses noch ein Hinweis zur Kommandozeile, wenn die unten angedockt ist und ich drücke F2, dann kriege ich das Textfenster, wo ich mir die ganzen Befehle anzeigen lassen kann. Das Fenster kann ich auch offen lassen und auf meinen zweiten Bildschirm schieben. Jedenfalls kriege ich hier eine Nachricht, eine der überwachten Systemvariablen wurde gegenüber dem bevorzugten Wert geändert. Was möchte ich tun? Also öffne ich mir mal mein Überwachungsdialog und dann sehe ich schon hier das Ausrufezeichen. Bevorzugt ist der Wert by Layer und aktuell wäre hier 1, das ist die Farbe rot. Und wenn ich jetzt hier auf alle zurückstelle oder nur einzelne zurückstelle, kann ich diese Systemvariablen sozusagen global überwachen. Dass ich jetzt hier nicht mir denke, warum wird alles in rot gezeichnet? Ich hatte es doch alles, eigentlich sollte es doch alles auf by Layer stehen. Dies so viel zu den Systemvariablen. Kommen wir zum zweiten Thema heute. Das ist die erste Hilfe, wenn meine Zeichnung oder mein Programm nicht mehr funktioniert. Dazu muss ich sagen, auf Produktsupport-Seite, wir haben keine geheimen Superwerkzeuge, um eine DWG oder irgendeine Zeichnung, die nicht mehr richtig funktioniert, wiederherzustellen. Wir haben genau dieselben Möglichkeiten, die Sie auch haben. Und aus Erfahrung kann man sagen, dass die Tools und Möglichkeiten, die wir im Programm haben, sagen wir mal, in 80% der Fälle funktionieren, die Zeichnung wenigstens in einem gewissen Grad wiederherzustellen. Also jedes Mal, wenn Sie jetzt sagen, Ihre Zeichnung wirkt plötzlich so groß oder die Performance ist etwas schlechter als am Anfang oder als gewohnt, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die Sie haben, nacheinander auszuführen und danach zu testen, ob die Zeichnung wieder sich besser verhält. Der erste Befehl dazu ist ein Bereinigen. Hier können Sie quasi die Zeichnung von nicht verwendeten Objekten wie Blöcken oder Materialien oder Linientypen befreien. Es gibt Zeichnungen, da hatte ich schon mehrere tausend Linientypen drin, die und eigentlich waren nur, was weiß ich, 10 gebraucht. Das andere wurde alles mitgeschleppt in der Zeichnung und hat natürlich die Performance beeinflusst. Ich kann hier verschiedene Häppchen setzen. Ich würde hier vorgabemäßig einfach mal alle setzen und dann einmal bereinigen drücken und danach ist die Zeichnung sozusagen frei von nicht gebrauchten Objekten oder Hintergrundinformationen. Der nächste Schritt, und das ist im normalen Bereinigen leider nicht drin, ist ein Minus-Bereinigen und hier kriege ich eine Kommandozeile-Eingabe und es gibt eine registrierte Applikationen. Diese kann ich auch bereinigen, die blähen die Datei meist unnötig auf. Ich würde hier empfehlen, nur einen Stern einzugeben, weil manche Zeichnungen, ich hatte Zeichnungen, da hatte ich 6000 registrierte Anwendungen drin, da müsste ich dann 6000 mal OK drücken, um sozusagen hier den zu löschenden Namen zu bestätigen. Also tippe ich hier Nein und sehe, ich habe in dieser Zeichnung 10 registrierte Anwendungen. Das hört und ich kann mir diese Anwendungen auch hier auflisten lassen. Diese registrierten Anwendungen sind Überbleibsel von Drittprogrammen oder vertikalen Applikationen, die eigentlich nicht mehr in der Zeichnung gebraucht werden. Was kommt nach den beiden Bereinigen? Ist eine Prüfung. Hier wird quasi die Zeichnung, die DWG ist ja wie eine Datenbank, überprüft, ob die Tabellen in dieser Datenbank und die Einträge in sich schlüssig sind und funktionieren. Hier in dieser Zeichnung haben wir zum Beispiel den Fehler, dass zwei Objekte ein Duplikat, also einen doppelten Key haben, was die Zeichnung automatisch oder das Programm automatisch behoben hat. Und nach diesem Prüfen und Bereinigen ist es natürlich gut, die Zeichnung mal zu speichern. Ein weiterer Tipp, wenn das danach immer noch nicht funktioniert oder was ich normalerweise mache, ich bringe diese Zeichnung, die Problemzeichnung in eine neue leere Datei über
den Befehl einfügen oder insert, das ist quasi dasselbe wie im Block einfügen, durchsuche hier meinen Rechner nach der DWG-Zeichnung und schalte alles aus, bis auf Ursprung, sonst habe ich diese Zeichnung als Block eingefügt, das möchte ich nicht, ich möchte 1:1 alle Objekte haben und tippe dann auf OK und führe dann mein Zeichnen, meine Bereinigung und meine Prüfung durch. Falls das auch nicht nützen sollte, ist eine weitere Möglichkeit oder beziehungsweise fange ich so an, manchmal ist eine Zeichnung so beschädigt, dass Sie sie gar nicht mehr öffnen können und diese Befehle gar nicht mehr ausführen können vom Programm. Hier müsste dann quasi eine Wiederherstellung oder Kurzbefehl Wiederherstellung Werst durchgeführt werden und dann kann ich quasi aus einer leeren Zeichnung diese Problemzeichnung auswählen und es wird quasi versucht beim Öffnen diese Prüfung und dieses Bereinigen durchzuführen, so dass man die Zeichnung wieder öffnen kann. Wenn Sie jetzt das alles durchgeführt haben, Sie haben die Zeichnung offen, aber es ist immer noch irgendwie ein Problem, gibt es auch einen Trick, der sehr selten, weil er vielleicht zu trivial ist, durchgeführt werden kann. Ich wähle meine Objekte aus oder alles, was ich sehe in der Zeichnung, also dafür muss ich natürlich sehen, dass ich alle Layer angeschaltet habe, die ich benötige und die ich haben möchte. Hier sind zum Beispiel welche aus. Wähle ich alles an und dann mache ich jetzt hier in der Zeichnung nicht, weil mir das zu viele Objekte sind, aber nehmen wir an, ich möchte alle Häuser, ähnliche auswählen, sozusagen überprüfen und dann nehme ich das Ganze und kopiere das mit Basispunkt in eine neue Zeichnung. Also das geht über, wo haben wir es? Die Zwischenablage, kopieren mit Basispunkt. Mein Basispunkt definiere ich mit 0. Und kann dann in einer neuen Zeichnung über Zwischenablage einfügen mit Originalkoordinaten diese Objekte einfügen und habe dann sicher, dass ich nur diese Objekte in dieser Zeichnung drin habe. Also alles, was unsichtbar eventuell in dieser Datei kaputt sein könnte und ich gar nicht sehe, es wird nicht mitkopiert, sondern nur diese Objekte und alles, was an diesen Objekten dranhängt. Dann ein weiterer Tipp oder eine weitere Strategie, Rechner neu starten. Wenn Sie den Rechner schon 3 Wochen laufen haben, kann es gut sein, dass Sie da ein bisschen Probleme haben mit dem Programm und es ist nicht selten der Fall, dass wenn man Sie den Rechner neu starten, dass es dann plötzlich geht. Nicht selten haben wir von Kunden eben die Nachricht, am nächsten Tag, ich habe heute meinen Rechner neu oder heute nach einem Neustart oder funktioniert es plötzlich. Viele Fehler verschwinden von selbst. Der nächste Schritt, wenn das Programm, also es liegt jetzt nicht an der Zeichnung, was Sie hier haben und das Programm ist immer noch ein bisschen komisch, irgendwas funktioniert nicht, haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeiten, über das Menü, AutoCAD 2017 in dem Fall, die Einstellungen, dieses Programmeinstellungen auf Vorgabe zurückzusetzen, falls sich hier irgendwo irgendwie was geändert hat. Und in sehr vielen Fällen wird was Probleme mit der Benutzeroberfläche betrifft, dass ein Problem damit auch gelöst sein. Wenn Sie Probleme haben bei Anzeige, Einstellungen, hier oben bei den visuellen Stilen oder beim Drehen und Navigieren im Programm, haben Sie die Möglichkeit, die Hardwarebeschleunigung einmal zu testen. Erstmal, wenn Sie mehrere Grafikkarten im Rechner haben, wird auch Ihre stärkere Grafikkarte für das Programm benutzt und hier einmal die Hardwarebeschleunigung ein- oder ausschalten. Das hängt jetzt sehr bei manchen Grafikkarten und bei manchen Treibern funktioniert das eine besser, bei anderen das andere. Das wäre mal so ein Testwert, wie es sich denn verhält, wenn man das ein- und ausschaltet. So, das sind erstmal alles zu den, was ich zu sagen habe, zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen, die Sie durchführen können, wenn Sie Probleme, Performance-Probleme oder Programmprobleme haben. Und damit wäre meine Seite von der Präsentation erstmal zu Ende.
Ich hoffe, es hat Ihnen heute was gebracht und vorher würde ich mich freuen, wenn Sie das nächste Thema auch anschauen, Einführung in Civil 3D, einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, was gibt es noch an Möglichkeiten und vertikale Produkte. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie dort auch wieder dabei sind. Bernd, du darfst wieder übernehmen und ich blende mich aus. So, ja, vielen Dank, Carsten, für das Ganze hier. Und ich habe noch ganz zum Schluss eine Frage bekommen, die ich noch nicht beantwortet habe. Wie bekomme ich einen Block in meine Werkzeugpalette? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Sie erstellen den Block in Ihrer Zeichnung, Sie haben den da drin, Sie selektieren ihn, klicken mit der rechten Maustaste an und halten diese rechte Maustaste gedrückt und ziehen ihn dann direkt in die Werkzeugpalette hinein. So kriegen Sie den Block in Ihre Werkzeugpalette. Ich hoffe, ich konnte diese Frage jetzt auch noch beantworten. Und jetzt, bevor wir dann zu weiteren Slides kommen, möchte ich jetzt erst noch eine Umfrage stellen. Eine letzte, ob Sie denn heute auch was Neues gelernt haben. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Und zwar 93% haben was Neues gelernt. Das freut uns. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass Sie dann auch beim nächsten Mal dabei sind. Und die anderen 7%, die lernen natürlich beim nächsten Mal was. Auch ein ganz anderes Thema, Einführung in Civil 3D. So, jetzt ganz zum Schluss noch, wenn Sie noch Fragen an uns haben oder auch Vorschläge haben, wie zukünftige Webinare aussehen sollen, was für Themen die haben sollen, dann gehen Sie dem Link http://autodesk.autode.sk/autocad-IQ-Feedback. Da können Sie Ihr Feedback geben oder Sie schreiben direkt an uns autodesk.help.webinars@autodesk.com. Geben Sie mal in der Betreffszeile ein Bild hier AutoCAD-IQ ein und dann wird es bei uns landen. Wir freuen uns auf jedes Feedback. Ja. Dann habe ich jetzt zum Schluss nur noch die Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann legen Sie los. Wir hören oder lesen. Hat man noch einen kleinen Augenblick? Ja, es kommen keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich. Bis zu kurz vor Weihnachten zu unserem Webinar Einführung in Civil 3D. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. War uns eine Freude. Wiederhören.